Kaiser hat ein Video rausgebracht. Unser Kollege österreichischer Mundart hat ein Video rausgebracht. Ich weiß gar nicht, ob denen das stört, wenn man das sagt. Ne? Darf man jemanden heutzutage noch Kollege nennen? Ich komme halt aus einer Zeit, an der man noch, wo man Leute Kollege genannt hat, weil sie Kollege der Boss sind. Und nicht, weil sie Kollege die verschwurbelten Superschwurbler sind. Ich beziehe mich auf jeden Fall auf die Doppeltime-Reaction-Sache. Ne? Also, also, es ist einzig und allein deswegen sage ich das und nicht, weil er plant, irgendwie mit irgendjemandem ein Alpha-Programm zu starten. Hm? TikTok ist immer. Oh, Entschuldigung. Siehst du? Super. Qualität der Content einfach. Er fängt direkt an zu schreien. Oh, Gottes Willen. Oh, fuck. Ey, ich kann nichts dafür. Das ist. Ich habe das Video ein bisschen leiser gemacht. Im Moment die am schnellsten wachsende Social-Media-Plattform und es ist kein Wunder. Immerhin wurde TikTok von mir entwickelt. Das stimmt wirklich. Wie gewohnt kopiert wieder jeder das, was beim anderen funktioniert. Ich würde es übrigens, kurzes Feedback. Aus aktuellem Anlass, Kaiser, würde ich es sehr gut finden, wenn du Aline Bachmann, ich meine Praline Flachmann, hinter Gitterstäbe setzt. Gestern wurde Aline Bachmann verurteilt zu 6.000 Euro oder so. Das heißt, nach dem Urteil, bis das aufgehoben ist, gehört Aline Bachmann hier hinten, hinter Gitterstäbe. Das ist ein Aufruf, die authentische Repräsentierung von Aline Bachmann im Video von Kaiser auch darzustellen. Aline Bachmann muss in Haft. In Haft. Ne? So, das wollte ich nur kurz nochmal sagen, weil sie ist jetzt, sie muss in Haft. Sie hat zwar gesammelt, aber bis das geklärt ist, Gitterstäbe vor die Frau. Instagram und Facebook haben das Stories-Feature von Snapchat kopiert. Instagram wollte mit IGTV YouTube nachmachen und eigentlich macht jeder gerade das, was TikTok macht. YouTube muss aber mal wieder. Das stimmt tatsächlich, ja. Aus der Menge herausstechen, ja. Und zerstört vielleicht mit dem neuen Update all das, wofür YouTube eigentlich stand. Was für ein Update? Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ja, herzlich willkommen zurück mit Besten zu einem Aufgangs. YouTube, ihr habt es richtig gehört. Es geht um. Vienna Calling. Oh. Es geht um YouTube, ja. Ich glaube, jeder, der schon ein paar Jahre auf der Plattform unterwegs ist, der weiß, dass sich das Leaderboard so über die Zeit ein bisschen von seinen Usern abgekapselt hat. 2017 hat das alles so ein bisschen ins Rollen gebracht. Da hat PewDiePie ein Video hochgeladen, wo er zwei Typen bezahlt hat, dass sie antisemitische Sprüche auf ein Schild schreiben. Ich habe das mal ein bisschen zensiert nachgestellt. I like the editing. Subscribe to Keemstar. War jetzt vielleicht... Ah. Nicht die beste Idee, sowas zu posten. Es war halt einfach nur als Scherz gemeint. Meine Güte, okay. YouTube hat ein paar Werbepartner verloren. Und das hat Auswirkungen, weil YouTube ist einfach eine Firma. Die wollen auch Geld machen. Und deswegen kam die sogenannte Adpocalypse. Das bedeutet, YouTube ist hergegangen und hat gesagt, zack, na, ab heute machen wir es so. Du bist nicht mehr monetarisiert. Du bist nicht mehr monetarisiert. Das ganze Genre von Content ist nicht mehr monetarisiert. So viel Content wurde eingeschränkt. Und da sollte man sich eigentlich denken, naja, ist eigentlich kein großes Problem. Sollen die YouTuber halt einfach zensierten Content hochladen, beziehungsweise einfach family-friendly Content, aber das Problem ist, YouTube weiß halt selber nicht mal, was die wollen. Mein Lena Glams Video war für die ersten 100.000 Aufrufe nicht monetarisiert, dann haben sie es endlich überprüft und haben gesagt, ja, passt. Das habe ich so oft, Alter. Ey, ganz ehrlich, das habe ich, also das passt, wenn wir ein Video oder wenn der Cutter ein Video hochlädt, das nicht monetarisiert ist oder eingeschränkt monetarisiert ist, also diese gelbe Sache hier, dann bedeutet das nur, dass zwei Wochen, nachdem das fertig ist, oder eine Woche, nachdem das fertig ist, das voll monetarisiert wird. Ich verstehe das nicht, wieso. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ja. Gut. Okay. Das ist jetzt monetarisiert. Dann zahlen die aber alles nach. Nee. Da schalten wir jetzt Werbung drauf und vor zwei Wochen kriege ich eine E-Mail, da steht drinnen, Digga, hallo, wie geht's denn dir? Dein Lena Glams Video nicht monetarisierbar. Ja, Bruder, jetzt ist mir eh schon egal, aber ich meine, komm, da war wahrscheinlich der DAZN-Praktikant am Werk. Das zweite Problem an der Sache ist, nicht monetarisierte Videos performen viel, viel schlechter als monetarisierte Videos. Bestes Beispiel, mein Wings of Redemption Video, das war gelb, ich habe es überprüfen lassen und es ist immer noch gelb geblieben, also nicht monetarisierbar. Die Zuschauerbindung, die Klickrate, die positiven Bewertungen. Tatsächlich hat sogar, also...
Weißt du, was, da gibt's so richtige Insider-Foren. Tatsächlich hat sogar angeblich es eine negative Auswirkung auf deinen YouTube-Kanal, wenn du jedes automatisch nicht monetarisierte Video versuchst wieder monetarisieren zu lassen, weil der Algorithmus dann sagt, hör mal bitte auf, den Knopf zu spammen, ich entmonetarisiere dein nächstes Video nochmal zur Sicherheit. Also, das ist richtig weird. Dieser Algorithmus ist einfach nur... Also, kann ich... Keine Ahnung. Wertungen, die Kommentare, alles hat einfach gepasst. Und trotzdem war es im Vergleich zu den anderen Videos ein kompletter Flop. Wollt ihr damit übrigens nicht die Aufrufe klein machen? Der Support ist immer noch geisteskrank. Es geht nur darum, dass YouTube-Videos, die meine Community mehr feiert als normal, bewusst drosselt. Ähnlich wie eine Drossel. Ah, ich sag's... Gute Nachbearbeitung. Hans, immer der richtige Mann, um solche wichtigen Informationen an die Zuschauer weiterzuleiten. Durch wie es ist, YouTube ist, seitdem sie versuchen, so unglaublich werbefreundlich und so unglaublich family-friendly und so zu sein, richtig cringe. Man sieht es perfekt, wenn man sich die YouTube Rewinds anschaut. Falls ihr nicht wisst, was das ist, einmal im Jahr droppt YouTube ein Video mit... Halt, stopp. Korrektur, die YouTube Rewinds gibt's ja jetzt nicht mehr. All ihren Creatoren mit den besten Ereignissen des Jahres, mit den heftigsten Fortnite-Tänzen des Jahres. Und da ist halt wirklich so, das ist einfach nur zum Spaß. Das ist nur so zur Unterhaltung von wegen so, ja... Könnt ihr euch noch erinnern, was da war? Und da musst du dich halt wirklich anstrengen, dass es nicht gut aufgefasst wird. Du musst einfach nur die heftigsten Momente des Jahres reinnehmen. Was würde ich reinnehmen? Wahrscheinlich Marvin's A Hole, Young Alpha 3 und den Insi-Modus. Pass auf, ich habe euch mal die Like-zu-Dislike-Rate von jedem YouTube-Rewind rausgesucht. Und jetzt gib dir das. Das ist eine f***ing Ansage. Ich meine, 2019 haben sie es nochmal so ein bisschen abgefedert mit nur 9 Millionen Dislikes. Aber Bruder, was war 2018 los? Wir inspizieren, meine Freunde. Oh, das war das Video! Ja, it's rewind time. Quit horsing around! Oh Gott, das war das mit Casey Neistat am Feuer, ne? Das war unangenehm. There's one thing this video needs. K-Pop! Oh Gott, ich hasse alles daran. Oh, warum zündet das mein Herz so sehr? Okay, Fortnite ist drinnen und es wird K-Pop gesungen. Aber der eigentliche Grund, warum das Video so viele Dislikes hat, ist, weil Dagi dabei war. Warte, was? Nein, schau, da war alles in Ordnung. Ja, Trevor Noah ist drinnen und John Oliver, die haben absolut nichts mit YouTube zu tun, außer dass ihre Highlights auf YouTube hochgeladen werden. Marshmallow ist auch dabei. Der Punkt ist, im Rewind wurden die großen YouTuber durch Promis ersetzt, eine Fake Wokeness wird vorgespielt und generell ist das ganze Video einfach zu 100% darauf ausgerichtet, als werbefreundliche Plattform dazustehen und auf die Community wird Rewind war immer das Video, in dem du deine Lieblings-YouTuber mit Challenges oder Memes, die es in dem Jahr halt gegeben hat, gesehen hast. Und über die Zeit ist das einfach wirklich verloren gegangen. Übrigens, 2014 hat Sami Slimani zum Song Happy von Pharrell Williams getanzt. Und ich meine, das hat sogar eine gute Bewertung. Ich wollte es so gesagt haben. So, und warum habe ich das nicht einfach im Video dazu gesagt? Ja, ich habe den Faden verloren. Ich habe irgendwas über Kerstin Ott oder so gelabert. Ja, zurück zum Video. 85%. Kerstin Ott, Digga. Was? Wie kommt man denn von YouTube zu Kerstin Ott? Der Leute stimmen mir zu. Ich glaube, ich darf offiziell sagen, dass das ein Drecks-Rewind war. 2019 haben sie es dann noch einmal versucht, aber dann instant aufgegeben. Ja. Kein Mensch braucht diese aufgesetzte Wokeness, wenn es YouTube als Firma sowieso nur um das Cash geht. Die sehen ja nichts anderes. Drum ist zum Beispiel sowas wie PewDiePie vs. T-Series da gar nicht erst drinnen. Wisst ihr, wie groß das Ding damals war? Und dann kommt YouTube auch noch um die Ecke mit diesen dummen Updates, die kein Mensch braucht. Ich meine, vor ein paar Monaten haben sie die Dislikes entfernt, um die Creator zu schützen. Man konnte die Dislikes auf seinem Video auch manuell ausschalten. Warum muss das jetzt jeder machen? Meine Videos haben immer eine gute Bewertung, aber das kann jetzt keiner sehen. Also, das ist tatsächlich, da bin ich ein bisschen zwiegespalten bei der Dislike-Deaktivierungssache, weil grundsätzlich stimme ich zu, das ist ein schlechter Move gewesen. Also, die Dislikes zu deaktivieren, ist im Nachhinein betrachtet aus meiner Perspektive ein schlechter Move gewesen. Ich erkläre auch gleich den Grund. Ich kann aber nachvollziehen, dass es YouTube-Kanäle gibt, besonders in dieser sehr polarisierenden Zeit, die ihre Zuschauer Army nennen und Armee und die dann halt andere Content-Creator angreifen damit.
Also Real Talk angreifen. Und das ist so ein unverhältnismäßiges, so eine unverhältnismäßige, weirde Scheiße, dass ich schon verstehen kann, warum diese Sache gemacht wird. Also warum man das ausschalten will. Was ist aber der Grund, warum ich es als schlechte Sache finde, ist, weil alle Videos, die jetzt mit, die keine Dislikes mehr haben, weil man das Plugin nicht mehr installiert hat, es gibt so ein Plugin, das macht das an, die irgendwie Scam sind oder nicht gut oder was auch immer, können halt nicht mehr entdeckt werden. Weil normalerweise hat man das gerne über die Dislikes gemacht. Du bist in ein Tutorial reingegangen, hast irgendwas gesucht und konntest relativ klar erkennen, okay, die Dislikes in diesem Video zeigen mir, dass das keine gute Advice ist. Oder du bist in irgendein scammy Video reingekommen und die löschen viele Kommentare und die Dislikes zeigen dir nicht mehr, wie das einzuschätzen ist. Es ist also für mich in meiner Wahrnehmung, es gibt da vielleicht Szenarien, wo man das benutzen kann und rechtfertigen kann, aber in meiner Wahrnehmung ist das Abschalten der Dislikes eine katastrophale Entscheidung gewesen und das muss unbedingt rückgängig gemacht werden eigentlich. Ich will, dass das neue Zuschauer sehen. By the way, danke an alle Leute, die mal Likes da lassen. Ich liebe euch. By the way, falls ihr es nicht wusstet, jedes Mal, wenn ihr ein Kaiser-Video liked, bekommt ihr 1 Milliarde Euro. Cool, dann habe ich 2 Milliarden Euro. Der eigentliche Grund, warum ich dieses Video hier mache, ist ein Update, was vor ungefähr einem Monat rausgekommen ist. Es ist so ein bisschen unterm Radar geflogen, aber ich muss eine Sache ganz kurz ansprechen. Manchmal, weißt du, bin ich so auf YouTube unterwegs und ich gebe einen Kaiser. Einfach so meinen eigenen Namen, weil vielleicht hat irgendwer ein Video gegen mich gemacht oder irgendwer hat auf mich reacted oder so. Ich schaue da immer gern rein. Und letztens bin ich auf ein Video gestoßen, was mich seit Monaten schlaflos hält. Das Video nennt sich Kaiser erzählt Wortspielwitze Nummer 17 ist das. Gönnt euch das bitte. Hallo und auch von mir ein herzlich willkommen hier aus Österreich. Ich ist der Kaiser unterwegs und ja, heute bin ich hier und what the fuck? Wir machen heute mal wunderbar schöne Wortspiel-Flachwitze, yeah. Bruder, was ist das? Egal wie sauer du bist, die Nuss sind Saurier. Hier gibt dir das. Der Typ hat Christian Solmecke, Marvin und Tanzverbot gemacht. Das what the fuck? Sind die Ecken. Cursed Deepfake, Alter. Von YouTube, die nicht für menschliche Augen bestimmt sind. Das ist richtig cursed, Alter. Deine Mutter ist sogar in Minecraft rund. Oh, Gott gib mir die Kraft. Gott gib mir die Kraft. Deine Mutter ist sogar in Minecraft rund. Ich hätte nicht gedacht, dass Christian Solmecke so unerzogene Witze, also ich hätte nicht gedacht, dass Christian Solmecke so dreckige Witze erzählen kann. Ich fass es nicht. Die nicht für menschliche Augen bestimmt sind. Deine Mutter ist sogar in Minecraft rund. Oh, Gottes Willen, da habe ich nicht mit gerechnet. Einfach wirklich eigentlich nie mit gerechnet, ey. Auch noch gut beim zweiten Mal. Matrix Deepfake, danke für die Albträume. So, jetzt aber auf Real, eigentlich ein Thema, machen wir keine Witze mehr. Was ist das Schlimmste, was YouTube hier eingeführt hat? Ganz klar, Karl S. Die meisten, die atmen zu flach hier oben in der Brust. Wenn wir tief durchhaben und sagen, Brot. Na, es geht natürlich um YouTube Shorts und das hat einen guten Grund, ne? Ich pass auf. Im Jahr 2020 hat die indische Regierung im gesamten Land eine Sache verboten, die laut der Regierung eine sehr große Gefahr für die Bevölkerung darstellt, und zwar TikTok. Hä?
Das war jetzt, by the way, kein Scherz oder so. TikTok ist legit in Indien verboten. Und YouTube dachte sich, Digga, das nutzen wir aus und wir machen einfach genau das Gleiche. Das ist, by the way, original der Grund, warum es YouTube Shorts gibt. Danke, Indien. YouTube Shorts sind nichts anderes als kurze Videos im Hochformat, die einen eigenen Algorithmus haben. Und ihr wisst ja, ich bin sowas wie ein Algorithmus-Experte. Ich bin wie einer von diesen Menschen, die in den Nachrichten kommen, weil sie die Menschheit warnen müssen. Das Ding ist das. Zu dem Zeitpunkt, wo die Shorts rausgekommen sind, wurde der gesamte Algorithmus auf deinem Kanal gebündelt ausgewertet. Das bedeutet, jedes Video, was du postest, jeden Community-Post und halt auch jedes Short, wird insgesamt gewertet für den ganzen Kanal. Das ist ein Problem. Das Ziel von YouTube war es ja, mit diesen Shorts einfach... Warte mal. Das muss ich nochmal anhören. Experte. Ich bin wie einer von diesen Menschen, die in den Nachrichten kommen, weil sie die Menschheit warnen müssen. Das Ding ist das. Zu dem Zeitpunkt, wo die Shorts rausgekommen sind, wurde der gesamte Algorithmus auf deinem Kanal gebündelt ausgewertet. Das bedeutet, jedes Video, was du postest, jeden Community-Post und halt auch jedes Short, wird insgesamt gewertet für den ganzen Kanal. Das ist ein Problem. Das Ziel von YouTube war es ja, mit diesen Shorts einfach TikTok zu kopieren und die haben einen kranken Algorithmus. Weißt du, dein 13-jähriger Cousin hat gerade so seine Phase, wo er glaubt, er ist Parkour-Speedrunner und muss jetzt irgendwie Videos dazu hochladen und auf einmal hat das 500.000 Aufrufe. Und wisst ihr, das Ding... Warum rege ich mich überhaupt auf? Ich will auch diese Aufrufe. Das funktioniert. Das Problem ist jetzt, jeder, der normale Videos gemacht hat und zusätzlich auch noch Shorts gemacht hat, wurde extrem gepusht. Und natürlich hat dann halt jeder cool Content gemacht. Die haben es dann auch wieder gepatcht, aber halt auch nicht ganz, weil sie wollten ja immer noch, dass die Leute Shorts verwenden. Also es war immer noch OP, aber nicht so Erling Haaland OP, sondern eher so, ja, so Musiala OP, weißt? Vor kurzem gab es aber, wie gesagt, ein sehr gravierendes Update und da schauen wir gleich mal rein. And so we did some data analysis of that. We have some data scientists that looked at channels that were doing long form only, and channels that were doing long form and shorts. And we did see that the ones that were doing shorts as well were actually growing faster and had more success. Als YouTube Shorts rausgekommen ist, war es absolut wurscht, was du hochlädst. Hauptsache, du lädst irgendwas hoch mit dem Hashtag Shorts im Titel. Dann hat es Aufrufe gehagelt, noch und nöcher. Irgendwann ist da halt jeder draufgekommen und jeder hat nur noch YouTube Shorts gemacht. Und den ganzen normalen Creatern, den ganzen normalen Videos, wurden halt quasi dadurch die Klicks entzogen. Um das zu kompensieren, hat YouTube einen Masterplan entwickelt. YouTube hat diese Plattform und hat diesen extra Algorithmus von den Shorts komplett abgekapselt. Das hört sich jetzt kompliziert an, aber es ist ganz einfach. And so what we did at that time was say, okay, the algorithm doesn't know how to handle shorts and treat that the right way, so we're going to split off the history for the viewer. So when a viewer goes into the main YouTube, we're going to not pay attention to what shorts they watch because we don't want the algorithm to get the wrong idea. But what that means is, since we did that, there isn't much of a bridge from short to long form. So if a viewer does discover a channel in shorts and then goes back to long form, right now the system doesn't actually know that they discovered that channel because we disconnected it. Warum? Okay. Regt mich das jetzt so auf, weil eigentlich löst es ja irgendwo das Problem, aber eigentlich auch nicht. Der Punkt ist, damals haben YouTube Shorts deinen Kanal extrem gepusht. Ist ja auch in Ordnung. Wenn du aber jetzt beides machst, also normale Videos und Shorts, dann wirst du dafür bestraft. Das heißt, du wirst dich für eins von den beiden entscheiden müssen. Nee, das, du musst nur schlau genug sein, dass du einen extra Kanal dafür machst. Ich habe beispielsweise einen Shorts-Kanal. Der hat 500 Abonnenten, den habe ich noch nie erwähnt. Und der ist nur dafür da, auf die Videos, aus den Videos für meinen, aus den Videos für die Hauptkanäle kleine Shorts zu machen. Und da sind Aufrufe bei 150.000, 70.000, 235.000, 65.000, sind aber 18.000 dabei. Das sind einfach so ganz kleine Aufrufe, die sozusagen von dem YouTube-Shorts auf die großen, auf den Hauptkanal lenken wollen. Und wenn einem das Video gefällt, verlinkt das sozusagen direkt
auf den Hauptkanal. Ja. Wie verdienst du da? Ich weiß gar nicht. Ich verdiene da noch gar nichts. Weil der Kanal noch nicht monetarisiert und verpartnert ist. Der hat aber schon 500.000 Aufrufe in den letzten 28 Tagen gemacht. Der existiert aber auch erst 28 Tage. Ja, du machst das, aber andere verzichten auf den normalen Videokanal, weil mehr Aufwand, also kann dazu führen, dass weniger Content Creator normale Kanäle führen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Dafür ist Shorts also noch schlechter monetarisiert als normale YouTube-Videos. Mein Shorts-Kanal beispielsweise, der wird ja auch separat verpartnert. Der hat ja keinen Partnerstatus. Und der soll eigentlich auch nicht von irgendjemandem außerhalb des Streams entdeckt werden. So. Also, das ist halt so. Ja. Ist auch nicht interessant. Ist ja nicht interessant. Das Ziel bei Shorts für mich ist es, für mich ist von YouTube Shorts zum Hauptvideo zu lenken. Shorts sind nur dafür da, um Werbung, einen Ausschnitt aus dem Hauptvideo zu zeigen. Hey, fandst du das interessant, was du in dem Short gesehen hast? Geh zum Hauptvideo. Hey, findest du das interessant in dem Short? Geh zum Hauptvideo. Und so kann man das als Content Creator echt krass benutzen, weil der Cutter ja, und das ist das Ding, was ich meine, du musst nicht aufhören, einen Hauptkanal zu betreiben, wenn du Shorts machst. Weil du kannst Shorts einfach als Teaser benutzen, um auf den Hauptkanal zu verweisen. Das bedeutet, du darfst es nicht vermixen, meiner Ansicht nach, sondern du musst es trennen, aber wenn du ein Video cuttest, und das ist ja egal, wer das macht, ob das nun Kaiser macht oder irgendjemand anders, dann nimmst du einen kleinen Ausschnitt, 10 Sekunden, und packst das als Hochkant-Short und ziehst das auf einem separaten Shorts-Kanal hoch und machst Werbung für den Hauptkanal. Ne? Und das ist sozusagen einfach eine Zuschauerlenkung. Also damit lenke ich einfach Zuschauer auf den Hauptkanal, die dann da vielleicht bleiben oder eben nicht. Mal gucken. Das ist doch gerade das, was er sagt, dass du Shorts und nicht auf einem normalen eigenen Account machst. Aber das ist doch richtig, also das ist doch, ja, aber du kannst dir doch einfach einen zweiten Account machen. Also einen zweiten Account über YouTube zu machen, ist wirklich in 10 Sekunden erledigt. So, natürlich solltest du das nicht vermischen. Und ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt ist das auch keine schlaue Idee, aber du kannst doch einfach auf einem separaten Kanal Shorts hochladen. Du kannst es halt nur nicht direkt monetarisieren. Und es sieht viel besser aus, ne? Weil Shorts auf einem Haupt-YouTube-Kanal einfach wirklich bescheuert sind. Also stimme ich ihm zum Teil zu, aber der Negativpunkt, den ich nicht verstehe, ist, dass das ja keine, ist jetzt nicht negativ, oder? Weiß ich nicht. Das ist ganz einfach und ganz klar der erste Schritt, mit dem sie sagen, yo, YouTube allein reicht uns nicht mehr, YouTube Shorts funktioniert nicht auf YouTube, deswegen machen wir ein eigenes Ding und wollen ein kleines Mini-TikTok. Ja. Ich sehe das aus so vielen Gründen ganz problematisch, weil nicht nur, dass du einfach nur dem Trend hinterherläufst und einfach das kopieren willst, was ein anderer hat, was eh nicht passieren wird. Jeder, der sich TikTok-Content geben will, geht auf TikTok. Und gleichzeitig wird genau das vernachlässigt, was YouTube eigentlich und im Grunde genommen ist, nämlich eine Long-Term-Video-Plattform. Ja, ich stimme da nicht zu, ne? Also bei mir funktionieren Shorts super gut und ich habe überhaupt keine Abonnenten auf dem Kanal und da werden auch nie Abonnenten groß drauf sein, ist mir scheißegal, weil die nur dafür da sind, das Hauptvideo zu promoten und ich finde das eigentlich ganz nice. Wo soll ich hingehen? Auf Clipfish? Mich würde auf jeden Fall interessieren, was ihr von dem ganzen Ding haltet. Es hat gerade voll Bock gemacht, so drüber sich aufzuregen über YouTube. Ja, keine Ahnung. Lasst mir auf jeden Fall gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da. Für die Leute, die es noch nicht gemacht haben, ich bedanke mich fürs Zuschauen und damit bis zum nächsten Mal. Ja. Also da würde ich widersprechen, einfach nur, weil ich ja selber die Erfahrung mache gerade. Und ich habe jetzt auch, also bis zu dem Zeitpunkt wusste niemand von euch, dass ich einen Shorts-Kanal habe, weil das ja auch keinen Sinn macht. Der Shorts-Kanal ist dafür da, dass YouTube-Videos promotet werden. Also, dass von Short auf YouTube gezogen wird. Wenn ihr mich schon auf YouTube abonniert habt, dann braucht ihr keinen Shorts-Kanal. Weil das ist nur für Nutzer, die halt viel am Handy rumhängen und sowas.